Willkommen zurück zum einzigartigen Schaufelritter, dem Shovel Knight, mit der großartigen Waffe. Im Dorf bei Ferris, halt, keine Waffen. Schlimm genug, dass sie jeder mit einem Schwert herumfuchtelt. Aha, das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Dann kannst du durch und nicht vergessen, drücke nach oben, um mit allen zu plaudern. Vielen Dank. Mach ja keinen Ärger, Krieger. Hab ich nicht vor. Ach, Steam, hör doch auf. Steam, hör doch auf. Dorfbewohner, sammle blaue Gläser ein und deine magischen Kräfte zu regenerieren. Abenteurer, wenn du Stress hast, probier es mit Angeln. Man weiß nie, was man fängt. Bade, sei mir gegrüßt, Reisender. Ich bin nur ein einfacher Bade. Doch ich habe ein großes Problem. Ich habe alle meine Notenblätter verloren, mein komplettes Repertoire ist über das ganze Land verstreut. Solltest du ein Notenblatt finden, bring es mir zurück und ich belohne dich. Fürstlich. Holla, du hast ja zwei Notenblätter. Vortrefflich, für jedes bekommst du 500 Gold. Hm, okay. Wundervoll. Lass mal sehen, da hast du der Rivale. Black Knight hat einen guten Musikgeschmack. Hätte Komposition studieren sollen. Aber dann wäre ich wohl derjenige, der einen Rivalen hat. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Held der Musik. Spiel mir ein Lied. Und zwar hätte ich gerne... Der Rivale. Wo ist es denn? Da. Ha. Klingt gut. Molly. Oh, was für ein hübsches Gesicht du hast. Du solltest uns öfter mal besuchen. Boah, lässt sich einrichten. Oder bist du? Ein Ziegelehrter. Ach, Entscheidungen. Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern? Oder einfach eine Konservendose essen? Kauf doch eine Essensmarke und hilf mir, mich zu entscheiden. Oh ja, meine Gesundheit, die würde ich gerne verbessern. Gastronom, meine Essensmarke her, damit ich werde mein bestes Rezept kochen. Jawohl. Mit meinen Gaumen in Hand umdrehen, entzücken. Also, bon Appetit und tut mir leid wegen Chaos. Wie süß, dass er da hinten dran nicht kommt. In der Animation. Yay! Und ich muss es jetzt mit der Schaufel öffnen, nehme ich an. Tada! Und habe einen Lebenspunkt näher! Sehr schön! Krieg ich jetzt nochmal eins? Suppe und Suppenhuhn haben nur Takt. Deine maximale Gesundheit hilft sich beim Essen. Für eine Essensmarke. Genau. Hast du noch eine? Ja! Ey, der hat noch eine! Die kostet 4500, die kann ich mir sogar leisten. Alternativ könnte ich natürlich Magie steigern. Ich habe allerdings noch keine Relikte, die ich brauche, um Magie einzusetzen. Denn Relikte sind sowas wie Runen, die man einsetzen kann, um bestimmte Zaubereffekte zu wirken. Und Kistian, die Leiter darunter, der hat immer das seltsamste Zeug. Moment, was tue ich da? Du hast deinen Freund verraten. Ich weiß nur, wer davon ist. Kistian. Saftmarkt. Ah, ein neues Gesicht. Tänzer, Akolyten, Hexen, Ziegen. Hier sind alle willkommen. Ach, das ist wohl eine Bar, so wie das aussieht. Tänzerin. Oh, dieser Spectre Knight. Wenn ich nur jemand, wenn die nur jemand besiegen könnte, dann würde ich dem meinen größten Schatz geben. Hm, klingt gut. Spectre Knight. Gut zu wissen. Wenn ich den besiegt habe, komme ich ja nochmal her. Und der geschasste König sagt, ach, ich armer Tropf. König ist nichts. Über nichts als meinen einsamen Barhocker herrsche ich. King Knight sitzt auf dem Thron von Stolzmoor. Dieser vergoldete Gag wird schon bald sehen. Tja, wenn du hier nur sitzt, nicht, ne? Oma Sumpf. Hippe, Grippe, Torf und Schippe. Mein drittes Auge sieht nutzlose Dinge. Infos über dich. Excavatio. Du hast 7 Haufen umgegraben. Aurum Infiniosa. Du hast 6065 Gold aufgesammelt. Tanato Refutatum. Du bist 3-mal im Kampf gefallen. Temporum Perpetua, du hast 19 Minuten und 36 Sekunden mit deinen Abenteuern verbracht. Durch Zauberei sehe ich alles, was du tust. Komm wieder, wenn du noch mehr nützlich packen willst. Danke für deine Hilfe, du freundliche Hexe. Ich bin keine Hexe. Was haben wir hier hinten? Oh, ein eine Schreibstube. Mona. Seufzt. Ich schätze mal, etwas Eisenkette zu viel verlangt. Nun, solange ich hier gestrandet bin, sollen wir ein Spielchen wagen. Ich brauche ab 100 Gold. Ach, du bist nicht? Schon okay, ich bin zwar schon gewohnt.
100 Gold hätte ich sogar, dann kann ich mir trotzdem noch mein Lebensupgrade leisten, mein zweites. Aber zuallererst, wie schauen, was es hier noch so gibt. Nämlich den hier, den Quaker. Hey Shovel Knight, ich weiß, die Lage ist ernst, aber schmeiß nicht die Schaufel ins Korn. Die Schaufel ins Korn. Aha! Ein Luftblatt. Und du bist der Apfelblüt. Hallo Fischerfreund, ein Hoch auf den Apfelkönig. Hoch! Der König von Frucht und Fisch, möge sein Stängel lang wachsen. Möge sein Stängel lang wachsen. Ja, das finde ich super. Was kann ich denn bei dir kaufen? Ein Gefäß für das mystische Sekret. Keine Ahnung, was es ist. Wird vielleicht später interessant. Ist mir gerade zu teuer. Ah, Christian. Hey, du Blauer. Du wirst nicht glauben, was ich heute für Waren für dich habe. Willst du mal sehen? Boah, sag mal her. Eine Angebote und eine Chaoskugel. Die Chaoskugel ist, glaube ich, so ein Relikt, mit dem ich Magie wirken kann. Aber magisch, Magier hin oder her, ich brauche auf jeden Fall mehr Leben. Deswegen werde ich jetzt mir diese Essensmarke gönnen. Und gleich mal schauen, was die nächste kostet. 6000, okay. Und da hätte ich gerne ein Essen. Und dann schauen wir dem Koch nochmal kurz beim Essen zu. Beim Kochen. Entschuldigung, Kochen. Ich esse hier natürlich das gleiche wieder. Wie vorhin. Und bevor ich da jetzt rechts weiter ins Dorf gehe, werfe ich doch mal einen Blick nach hier hinten. Was ich denn hier für 100 Gold alles treiben kann. Erzähl mal, lass uns mal ein Spiel spielen. Ich beschwöre ein paar Sachen herbei und du kannst sie gegen die Ziele schleudern und Punkte sammeln, okay? Joa, warum nicht? Uah, was? Was muss ich jetzt machen? Schaufeln? Ah, okay. Ich bin verwirrt. Ah, nein! Da komme ich doch nie im Leben rechtzeitig hin. 3. Irgendwie bin ich nicht so gut in sowas. Wobei, es hängt davon ab, wie lange das geht. Ja! 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 Die sind in alle Richtungen willig, auf jeden Fall. Die machen ja schließlich... Nein! Ganz viel. Bis 10 habe ich. Sehr schön. So, wie viel habe ich geholt? Ich habe 98 Punkte. Gut gemacht, denke ich. Hier, nimm das hier und komm wieder, wenn du dich langweilst. 222 Gold. Yay! Yay! Das heißt, ich habe jetzt mein Gold mehr als verdoppelt. Kann ich hier nochmal spielen für 100? Tatsächlich. Das heißt, ich kann hier mein Gold vermehren, wenn es hart auf hart kommen sollte und ich Gold brauche. Allerdings war das gerade schon sehr anstrengend für mich. Das ist nicht gerade so ein Minigame, das mir gut liegt. Und jetzt, Steam, hör auf, sonst mache ich dich aus. Jo, weiter hier. Ein kleines Mädchen, Kind mit Reifen. Wow, Herr Ritter, schönes Stöckchen. Komm, lass uns spielen. Heckenfarmer, bist du wirklich der Shovel Knight? Beweise es mir, indem du diesen Haufen wegschaufelst. Hier, ha. Guck mal. Wie er sich freut. Wow, unglaublich, du bist wirklich Shovel Knight. Oh, ich kann da drauf. Wow, ich kann da drauf. Wasserträgerin. Diese Eimer sind schwer. Rehdame, ich weiß noch, als wir vor der Zeit des Ordens ohne Gnade noch keine Angst hatten, so herumzulaufen. Moment, kann ich da hoch? Ja! Geld! Ganz viel Geld! Yay! Und ein Notenblatt. Und wer ist das da? Der angegraute Seher, Shovel Knight. Viele Prüfungen erwarten dich, nur Mut. Möge jeder Niederlage dich entschlossener machen. Okay, gut, danke schön. Ich habe jetzt zwei Notenblätter, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Für die kriege ich jeweils 500, also 1000. Da habe ich 1087 Gold. Das reicht nicht für das nächste Level ab. Deswegen spare ich mir das Ganze jetzt einfach. Und schau mal. Spectre Knight, da war was. King Knight, da war auch was. Zu wem gehe ich zuerst?
Ich würde sagen, ich gehe zuerst zum König, zum King Knight. Jawohl. Fertig und los! Ich finde es so super, wie er sich über seine Schaufel freut. Und ja, das Dorf ist komplett friedlich, ne? Da war gerade überhaupt kein Gegner und nichts. Aber hier gibt es jetzt natürlich wieder Gegner. Wow! Was machst du denn hier? Geld. Und endlich habe ich jetzt auch eine Verwendung für das ganze Geld, das ich hier in Form von Edelsteinen sammle. Ja! Das war nicht so gut. Nämlich meine Lebenspunkte und meine Magie zu steigern. Ich kann da nicht hoch. Ansonsten... Achso, ja richtig, ich kann mir ja auch die magischen Artefakte kaufen. Um dann letzten Endes die Magie, die ich steigern kann, auch zu nutzen. Ich glaube, später im Spiel gibt es die Möglichkeit auch eine bessere Rüstung zu kaufen. Ist ja irgendwie auch naheliegend. So als Ritter bessere Rüstung zu wollen, ne? Finde ich zumindest. Geht's dann links weiter? Nö, sieht so aus. Hä, da geht's auch weiter, oder? Da ist keine Mauer. Da geht's tatsächlich nicht weiter. Okay. Sieht halt so aus. Da oben auch nicht. Ah! Die fliegen! Die fliegen! Ich kann nicht nach oben schaufeln, stelle ich gerade fest. Ich kann nur nach links und rechts schaufeln oder halt den hier machen. Also die Schaufel nach unten nehmen. Haha, das funktioniert. Ja, Magier, da guckst du mal, hä? Gegen meine Schaufel ist deine Magie nämlich wehrlos. Ich bin viel besser als du. Haha. Und hier ist eine... wieder so ein Safe-Teil, so ein Safe-Point. Und Heilung! Sehr schön. Ah, den kann ich köpfen. was habe ich davon? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber dieses hier jetzt ist verwundbar, wie ihr seht. Und ich bekomme Geld dafür, relativ viel sogar. Allerdings ist das jetzt halt auch kein Speicherpunkt für mich, weil ich halt den Speicherpunkt zerstört habe. Hi! Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu schlagen. Geht doch. Die sind ja fies. Hält er einfach sein Schild hoch, wenn ich auf ihn drauf springen will. Immerhin bleibt er weg. Also kommt nicht wieder. Kann ich damit sagen. Da geblieben. Ich will da hoch. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Da hätte ich hochspringen können. Mach ich das jetzt nochmal? Ja, sehr schön. Komm her. So, danke. Ich darf weiter hoch. Na? Nein, geht nicht. Und hier ist auch schon der nächste Speicherpunkt. Kein Problem. Ah, was? Kronleuchter. Ich komm hier runter. Kann ich die mit der Schaufel kaputt machen? Nein. Da muss ich jetzt aber durch. Kann ich drauf? Ja! Oh! Habe ich es auch gerade richtig gemacht? Gut! Das gefällt mir gerade. Es läuft gerade richtig gut. Ah! Och nö! Och nö! Was ist das denn für eine blöde Stelle? Mit der Lava! Ah! Das ist ärgerlich! Weg mit dir! Immerhin ist da direkt ein Speicherpunkt hinten. Ach nee, da muss ich gar nicht mehr hin. Ah! Magie, Mana, brauche ich nicht. Weg damit. Nein! Diesmal nicht. So funktioniert das. Kann ich da jetzt eigentlich rein? Das sieht so aus wie ein Abdruck von mir. So, okay. Muss ich wohl genau treffen? Ah, das sind Teleporter. Interessant. Was haben wir da oben? Mana und Geld. Das ist gefährlich. Hä? Was ist das denn? Christian, ob im Dorf oder unterwegs, ich habe die besten Angebote.
Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen? Na klar. Ein Feuerballstab. Beschwöre Feuerstöße herbei. Ja, gib mal her. Halte nach oben und drücke X. Das ist ein Stab, der Feuerbälle verschießt. Ach, pass auf deinen Magieanzeiger auf. Muss ich den jetzt ausrüsten? Ich glaube, den habe ich jetzt ausgerüstet. Ich könnte es jetzt ausprobieren, aber... Na, lohnt sich die Investition. Cooles Relikt, weißt du? Ich vermisse es schon jetzt. Und ich muss mich beeilen. Ui. Geht das irgendwie so? Was muss ich hier genau machen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich muss es wohl exakt treffen und dann nach oben drücken. Auf jeden Fall interessante Form von Teleporter. Nein. Lava. Jetzt geht's. Und den Feuerballstab werde ich gleich mal ausprobieren. Das sieht so aus, als könnte ich hier die Wand aufschaufeln, aber das klappt wohl nicht. Wow! Ah, so sieht das dann aus. Wunderbar. Damit kann ich genau das machen, was die da auch tun. Allerdings kostet halt jeder Schuss 4 Mana. Und ich habe halt nur 30 Mana. Und das Ding da heilt mich. Ja, jetzt habe ich es halt schon. Ah. Moment, das Mana hier kann ich mir doch sparen, indem ich einfach seine eigenen Feuerwälder zurückschmeiße, oder? Komm, einen kriegst du noch von mir. Weil ich habe hier noch zweimal Mana-Tränke, die jeweils 3 heilen. Ja, ne? Schön, schönes Spiel. Aber die Folge ist total voll und viel zu lang und deswegen werde ich hier beim nächsten Mal weiterspielen. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns dann in Folge Nummer 3 wieder, übermorgen wahrscheinlich. Tschüss!